Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, sage ich schon, Gothic 3. Hier gab es ja noch ein paar Banditen, die wir noch erledigen wollen, und da müsste es dann endlich in die Wüste Varant gehen. So, da haben wir einen. Ich reiß dir den Kopf ab. Ja, komm her. Komm, versuch's. Okay, kommen jetzt doch ein paar zu viele. Das sind doch ein paar zu viele. Gerade. Vielleicht kann ich nur ein paar von denen. Ach, verdammt. Jo, das ist doch ein bisschen zu viel. Da greift auch nur noch mal die Flucht. Und ess noch mal ein bisschen was. Aber wenigstens haben wir ein besseres Schild. Ein besseres Schild mittlerweile, ein Paladin-Schild sogar. So, ihr zwei. Krieg ich dich doch noch. Okay, dann nur du. Oh, ah. Oh, oh, ah, oh. Ah. Oh. Oh. Ah. Jo. Bisschen Ausdauer muss ich tanken. Ausdauer ist nicht gerade voll. Jo, den haben wir doch noch geschafft. So, wo ist sein Schild? Der hat doch gerade ein Schild gehabt. Wo ist der hin? Da. Holzschild. Der hat nur ein Holzschild? Was? Nochmal speichern. Da waren ja noch ein paar unten. Wir sprinten mal nicht. Kriege ich dich doch noch. Ja, kriegst du mich doch noch. Okay, haben wir alle drei erledigt, die noch hier unten waren. So, Reis. Auch nochmal Reis. War's das? Was gibt's denn hier in den Truhen? Noch mehr Dietriche, perfekt. Boah, ich hoffe, wir kriegen es hin, dass wir mit den Dietrichen wieder voll werden, sagen wir so. Nochmal 3 Dietrich. Perfekt. So, essen. Und dann wollen wir weiter. Dann haben wir es endlich in die Wüste Varant geschafft. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch mehr Banditen sind. Aber für wen war jetzt das mit dem abgründigen Paladin, die Quest? Ja, das ist ein Assassin, okay. Warte, Wanderer, geh nicht vorbei. Du könntest dein Glück verpassen. Questerfolg Varant erreicht. Ich grüße dich, Reisender. Willkommen in Varant, der großen Wüste. Du wirst durstig sein. Hier, trink einen Schluck kühles Wasser. Erzähl mir über die Wüste. Erzähl mir über die Wüste. Die Wüste ist ein gefährlicher Ort.
Ohne Wasser wirst du nicht weit kommen. Abseits der Wege lauern Nomaden und wilde Tiere. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also, wenn du in die Wildnis ziehst, besorg dir eine anständige Waffe. Und natürlich musst du immer genug Wasser dabei haben. Wir Assassinen leben in den Städten. Dort bist du sicher. Okay, wo bekomme ich eine Waffe her? Folge dem Weg. Er führt dich direkt nach Braga. Es ist zwar nur ein kleines Dorf, aber du kannst es nicht verfehlen. Ich glaube, ich sehe schon. Dort wirst du alles bekommen, was du brauchst. Natürlich gibt es dort nicht so frisches Wasser wie bei mir. Schon klar. Erzähl mir von eurem Volk. Wir Assassinen sind ein bescheidenes Volk, geknechtet von Innos singendem Fluch. Die unbarmherzige Sonne lässt nicht zu, dass in diesem Land viel wächst. Man kann sagen, dass wir von der Hand in den Mund leben. So? Natürlich gibt es die ein oder andere Annehmlichkeit, aber die sind Zuben und seinen Schwarzmagiern vorbehalten. Wer ist Zuben? Zuben ist unser großer Anführer. Er ist uralt und verfügt über die Macht Belias. Wir zollen ihm Tribut und er hält Belias zornigen Blick von uns fern. Und seine Krieger und Schwarzmagier schützen uns vor den Nomaden. Tribut? Gold und kostbare Güter. Wir bezahlen, auf dass uns kein Unheil widerfährt. Verstehe. Okay, zeig mir deine Ware. So, was hat er? Der hat nichts, was ich haben will. Außer sein Gold halt natürlich. So, dann würde ich hier das. Schlägel kann weg. Die können komplett weg. Dann haben wir hier bestimmt auch wieder was wir nicht brauchen. Die brauchen wir ja gar nicht mehr. Was haben wir noch? Den brauchen wir. Mana-Pflanze. Nochmal eine Mana-Pflanze. Kronstöcke behalten wir. Krötenwurz. Eisenhalm brauchen wir nicht. So, das kann weg. Dann hier, das kann weg, die Amulette und der Ring. So, Paladinschwert. Die können weg. Den Paladinschwert behalte ich vielleicht erstmal. So, das kann weg. Wir sind schon bei 11.000, was? Gleich bei 16.000. Ne, sogar 17.000 fast. Was ist der hier wert? 2.000. Einst durften nur Paladine so eine Waffe führen. Okay. Dann ist es halt so. Ogerblatt nehmen wir wieder mit. Sklave. Kämpfer. Tufail. Sieh weiter, Fremder. Hier lauern überall räuberische Nomaden. Und was machst du hier? Ich wurde aus meiner eigenen Stadt geworfen. Aus Braga. Ich war dort der Chef. Jetzt sitzt Nafalem in meinem Haus. Was ist geschehen? Ich hatte den Tribut für Zuben gesammelt. Aber dann haben Nomaden mich überfallen und alles geraubt. Und deshalb wurdest du rausgeschmissen? Ja. Ich kann froh sein, dass ich noch lebe. Okay, wer ist dieser Nafalem? Einer von Zubens Schwarzmagiern. Er ist gekommen, um den Tribut zu holen. Oh, und erzähl mir von Zuben. Zuben ist unser großer Anführer. Er sitzt im Palast von Ishtar und er trägt die Macht Belias. Wir zollen ihm Tribut, damit er Belias zornigen Blick von uns fernhält. Okay. So, Eisenhalm nehmen wir mit. Königsdistel. Wann hatten wir das letzte Mal einen Königsdistel gesehen? Kommt mir bekannt vor auf jeden Fall. So,
So, noch mehr Morgentau natürlich. Ich feier gerade das mit der Musik. Okay, hier ist das mit der Dings. Mit der Ausdauer genauso wie im Eisgebiet, bevor wir das mit der Hitze das dann, Bernardo. Willkommen, Reisender. Willkommen. Ich weiß, warum du hier bist und bei mir bist du genau richtig. Ach ja? Du bist gekommen, um eine hervorragende Waffe zu kaufen. Und selbst wenn nicht, ich habe noch mehr Waren im Angebot. Wirf doch mal einen Blick darauf. Okay, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Assassinenmesser, benötigte Stärke 70, aber macht nur 7 Schaden. Assassinenrüstung, Resistenz gegen Hitze. Ja, der hat nichts, was ich haben will, aber das da ist Diego. Hey Diego, wie sieht's aus? Hey Diego, wie sieht's aus? Ich hab mich mal umgehört. So wie es aussieht, ist Zuben immer noch der unumstrittene Herrscher der Wüste. Zuben. Vielleicht sollte ich ihm einen Besuch abstatten. Das wird nicht ganz so einfach. Zuben sitzt in seinem Palast in Ishtar. Und da werden sie dich erst reinlassen, wenn sie sicher sind, dass du ein Freund der Assassinen bist. Also, was ist zu tun? Du wirst einiges für die Assassinen erledigen müssen. Aber so wie es aussieht, gibt's auch einiges zu tun. Am besten, du stellst dich mit den Schwarzmagiern gut. Sie haben den größten Einfluss. Und was machst du hier in Braga? Was machst du hier in Braga? Ich wollte eine Runde jagen gehen. Luca sagt, hier gibt's ein paar dunkle Snapper. Ihr Leder eignet sich für die Herstellung von Rüstungen. Wenn du Lust hast, gehen wir zusammen. Noch nicht. Ich hab doch nicht genug, Jagdtalenten. Nachfallen. Du bist nicht von hier. Sag mir, bist du gekommen, um die Geheimnisse Beliars zu entdecken? Was sind das für Geheimnisse? Was sind das für Geheimnisse? Wir Schwarzmagier beherrschen Zaubersprüche von großer Macht. Wir beherrschen die Gabe der Alten der göttlichen Magie. Zaubersprüche also. Und in der Stadt Ishtar wird seit vielen Jahren die Kunst des beidhändigen Kampfes gelehrt. Aber nur ein Mann, der gute Geschäfte macht, ist würdig, unsere Geheimnisse zu erfahren. Ich will dir ein solches Geschäft anbieten. Was sagst du? Worum geht's? Worum geht's? Ich biete dir die Gelegenheit auf ein gutes Geschäft und du fragst, worum es geht? Alles, was ich von dir hören will, ist, dass du dabei bist. Klar, ich bin dabei. Dann höre, diese Männer hier schulden Zuben ihren Tribut. Es ist nicht so, dass sie nicht zahlen wollten. Vielmehr haben sie ihn sich wegnehmen lassen. Was ist passiert? Tufail, dieser Sohn eines Tölpels, hat sich von einer Handvoll Nomaden ausrauben lassen. Aber es wird Zeit, dass Zuben bekommt, was ihm zusteht. Es ist Zeit, dass die Händler bezahlen. Sie sollen also nochmal bezahlen. Und du wirst für mich diese Angelegenheit regeln. Verstehe. Okay, hast du sonst noch was zu erledigen? Hast du sonst noch was zu erledigen? Ayla, die Perle der Stadt, wurde beraubt. Ich will sie wieder zurückhaben. Besprich die Einzelheiten mit José. José, okay. Welche Männer stehen auf deiner Liste? Welche Männer stehen auf deiner Liste? Die drei Händler hier in Braga. Jeder schuldet Zuben 500 Goldstücke. Und Abbas, der Wasserhändler. Von ihm erwarte ich einen Kelch. Sprich mit ihm. Er weiß genau, was ich will. Und Tufail? Was machen wir mit Tufail? Er trägt die Schuld dafür, dass der Tribut gestohlen wurde. Ich habe ihn bereits der Stadt verwiesen, aber er ist noch in der Nähe. Wenn er zahlen kann, was ich nicht glaube, soll er von mir aus leben. Falls nicht, mach kurzen Prozess mit ihm. Das wird den anderen als Warnung dienen. Okay, dann erstmal mit den drei Händlern hier. José. Willkommen, Reisender! Mögest du etwas von dem Glück hier lassen, das du mit dir trägst? Ich bin José, der Sklavenhändler. Wenn du an Geschäften interessiert bist, ich hätte da was für dich. Ich bin hier, um dein Tribut zu holen. Was weißt du über Ayla? Was weißt du über Ayla?
Sie war die Blume von Braga. Was ist passiert? Es war ein Überfall. Asaru und seine Sippe haben sie einfach geraubt. Kein Wunder, dass sie nicht mehr in der Gegend sind. Er sitzt jetzt bestimmt in seinem Lager und sieht jemand tanzen zu. Dieser Sohn eines Schurken. Ich bin hier, um dein Tribut zu holen. Natürlich bezahle ich. Richte Nafale meine Grüße aus. Was ist mit seinem Hals, wenn er redet? Was kannst du mir anbieten? Die Nomaden überfallen uns immer wieder. Es sind mehrere Sippen, die hier in der Gegend ihr Unwesen treiben. Für jeden Sippenanführer, den du tötest, zahle ich dir ein gutes Kopfgeld. Wer sind die Sippenanführer? Malir und Taklar sind die Anführer von diesen Räuberbanden. Sie lauern Reisenden in den Ruinen auf. Und sie waren es auch, die Tufail überfallen und unseren Tribut gestohlen haben. Von Asaru und seiner Sippe hat sich schon lange keiner mehr blicken lassen. So ist das mit den Nomaden. Man weiß nie, wo die Mistkerle stecken. Kopfgeld Malir, Taklar, Asaru. Anders aus. Der glitscht erstmal hier durch. So, Assassine. Sklave. So, das ist der andere Händler da. Was ist denn den? Luca. Hey, willkommen in Braga. Ich bin Luca. Hast du was zu verkaufen? Ich bin untröstlich, doch kann ich dir keine Rüstungen anbieten. Alle Jäger, die für mich gearbeitet haben, sind tot. Sie gerieten in einen Hinterhalt der Nomaden. Vielleicht versuchst du es in der nächsten Stadt. Was ist die nächste Stadt? Im Osten liegt Benerai. Das Minendorf ist fest in Sanchos Hand. Dort gibt es immer was zu tun. Und wenn du ausdauernd genug bist, kannst du auch versuchen, dich nach Morasul durchzuschlagen. Die große Sklavenburg liegt von hier aus im Süden. Aber der Weg ist nicht ungefährlich. Ich bin hier, um dein Tribut einzufordern. Tja, da bist du wohl umsonst gekommen. Ich habe nicht ein einziges Goldstück. Das ist schlecht für dich. Warte. Lass mich dir einen Vorschlag anbieten. Lass hören. Ich kann dir eine Rüstung herstellen, wenn du mir dunkles Leder bringst. Und im Gegenzug soll ich den Tribut für dich zahlen. Es ist ja nicht viel, dass ich Zuben schuldig bin. Nur 500 Goldmünzen. Eine Rüstung von mir ist viel mehr wert. Was ist, wenn ich nicht darauf eingehe? Du kannst mir alle Knochen brechen. Ich habe kein Gold. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Gut, ich gehe drauf ein. Ich danke dir, Sohn der Klugheit. Du machst damit ein gutes Geschäft. Okay, dunkles Snapperleder. Und Bernardo, von dem noch? Ich komme, um dein Tribut abzuholen. So, das hat Tufail vor einiger Zeit auch gesagt. Und ich vertraute ihm mein Gold an. Doch, was hat er damit getan? Er hatte sich von einer Handvoll Nomaden abnehmen lassen. Heißt das etwa, du willst nicht zahlen? So ist es, Fremder. Ich habe bereits gezahlt und ich werde nicht eine weitere Münze hergeben. Schätze, ich werde den Tribut aus dir herausprügeln. Du kannst es ja mal versuchen. Du bist keine Herausforderung für mich. Leute, es gibt einen Kampf! Die Deckung hoch! Nur 50 Erfahrung. Oh, Teleportstein. Okay. Sein Assassinenmesser nehmen wir mit. Mal gucken. Wenn er jetzt wieder aufsteht, kriege ich jetzt sein Gold. Bernardo, aufstehen. So, wie sieht's aus? Willst du jetzt bezahlen? Du lässt mir keine Wahl, Vater des harten Schlages. Das kann ich nur hoffen. So, Nafalem. Ich bezahle den Tribut für Luca. Hier ist der Tribut von José. Ich denke, er wird dir keine Schwierigkeiten gemacht haben. Er ist ein guter Händler. Er hat allen Orks, die hier vorbeigekommen sind, Sklaven verkauft. Und der Pass ist der einzige Weg in die Wüste.
Und hier ist das von Bernardo. Hier ist der Tribut von Bernardo. Er hatte doch wohl keine Probleme gemacht, oder? Naja, nein. Und ich bezahle den Tribut für Luca. Ich bezahle den Tribut für Luca. Ich hoffe, du hast wenigstens ein gutes Geschäft mit ihm gemacht. Ne, ich krieg von ihm eine Rüstung. So, dann muss ich da hinten mit denen nochmal reden. Hier ist noch eine Pflanze. Kaktusblüte. Speicher vielleicht einmal kurz, bevor ich hier... Warte mal, ich will jetzt mal kurz gucken. Ruf bei den Assassinen ist immer noch 3. Okay. Tufail? Nafalem schickt mich. Nafalem schickt mich. Tja, meine Taschen sind leer. Ich habe nicht eine einzige Münze. Aber warte. Bevor du mich umbringst, will ich dir ein Geschäft vorschlagen. Lass hören. Kämpfe mit mir gegen Malir und seine Räuber. Wenn wir siegreich sind, wirst du mehr Gold haben, als mein Leben noch wert ist. Du kannst alle Beute behalten, die wir machen. Und dann soll ich dich laufen lassen. Und bei Nafalem meinem Tribut zahlen. Das ist mein Angebot. Du kannst nicht zahlen, also trägst du die Konsequenz. Ich überlege mir das nochmal. So, aber erstmal von ihm. Abbas. Ich komme, um dein Tribut zu holen. Ich komme, um dein Tribut zu holen. Ich würde ja bezahlen, Sohn der Nachsicht, aber ich fürchte, mit Gold ist es nicht getan. Ich versprach Zuben meinen Kelch. Den Kelch der Wasserhändler. Aber den hast du natürlich nicht mehr. Ich gab ihn Tufail, als er den Tribut eingesammelt hat. Doch dieser Sohn eines Nichtsnutzes hat ihn sich abnehmen lassen. Ich bitte dich untertänigst, finde den Kelch und bringe ihn nach Falem. Wo könnte der Kelch sein? Wo könnte der Kelch sein? Hier, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Was? Hä? Hier, der Kelch der Wasserhändler? Was hat er jetzt als letztes gesagt? Die Nomaden haben ihn, sie haben ihre Verstecke hier in den Ruinenfeldern. Tufail? Wo finde ich die Ruinenfeldern? Warte mal, kann ich hier einfach so rein? Hier ist noch ein Buchständer. Aber die Zeit der großen Wesen war vorbei, denn so war Adanos Wille. Aber Adanos ließ die Flut kommen und das Wesen wurde fortgespült von der Erde. Altes Wissen, 49, perfekt. Kämpfer. Gibt es hier noch mehr solcher Dinger? Buchständer? Die haben hier schöne Betten. Also die Betten finde ich schöner als die im Mittelland. Wie kommt man nach da oben? Hier. Treppe gefunden. Gehen wir hier hoch. Verschwinde. Okay, hier oben kann ich nichts machen. Die haben aber auch echt komische Stimmen. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. So, ich speichere nochmal. Denn die Assassinen sind ja hier die Bösen, so wie ich das mitbekommen habe. Ein Hocker. Sieht aus, als eher wie so ein kleiner Käfig. So, wer ist das? Assassine. Hier vielleicht in den Ruinen? Ich
Ich glaube, die Nomaden sind quasi die Verbündeten der Menschen. So, ein Schakal. Der wird 1000 Jahre brauchen, bis er bei mir ist. Wo ist der hin? Da oben. Okay, ich kann die nicht looten. Da ist eine Höhle. Ein Varan. Ich hoffe, kein Feuer-Varan. Na, warte, Würschchen. Okay, Banditen. Aber keine Nomaden. Hier sind noch mehr Schakale. So, was ist denn da hinten jetzt? Hier führt es nach Ishtar, okay. Morasul ist dann da. Ben Erai, Lago, Ben Salah und Bakarish. So, wir haben aber nur 2 Lernpunkte. Okay, da ist ein Snapper. Ich glaube, da müssen wir hin. Hier kommen wir erstmal nicht so leicht hoch. Guck mal, vielleicht sind hier die Nomaden. Das da hinten sieht aus wie eine Nomadenflagge. Ne, das sind Belias-Flaggen, okay. Da ist das Symbol Belias drauf. Ich will aber die Nomaden treffen. Alter, da sind Leute. Jetzt bist du dran. Das ist der Räuber. Das sind einfach nur Räuber. Alter, überall hier Flaggen. Bleib stehen. Da hinten sind Zelte. Sie sehen für mich nach Zelten aus. Nee, sind nur Steine. Aber hier gibt es Wasser. Oder es ist eine Fata Morgana. Ich brauche dringend irgendjemanden, der mir Hitzeresistenz beibringt. Und ich glaube, das sind Feuerwarane hier. Gibt es dann auch Eiswarane oder Schneewarane oder sowas?
Vielleicht muss ich wirklich mit den einen Typen da drüber reden, dass wir, dass er mich zu den Nomaden führt. Aber es sieht schon aus, als würde es gleich dunkel werden. Deswegen klaue ich mal von irgendwem sein Bett, das ich nicht benutzen kann. Das kann ich benutzen, ne? So, bis zum nächsten Morgen. So, ist immerhin alles wieder voll. Nochmal kurz speichern. Und dann reden wir mit, wie hieß er nochmal? Oh, irgendwie so in der Richtung. So, Tufail. Gut, kämpfen wir gegen die Räuber. Gut, kämpfen wir gegen die Räuber. Das wirst du nicht bereuen, Sohn des Mutes. Ich kenne das Versteck von Malia und seinen Räubern. Sie haben hier eine Höhle. Wir können losgehen, sobald du bereit bist. Lass uns die Nomaden angreifen. Lass uns die Nomaden angreifen. Dann auf für den Kampf. Folge Tufail. Warte mal, die Räuber sind die Nomaden? Also sind die Assassinen hier jetzt irgendwie... Ich raff gerade was nicht. Königsdistel. Apropos, warte mal. So, hier nochmal Jagdgeschick. Warte, was ist jetzt Königsdistel? Das hier. Ah, okay, bringt nun Geld ein. Der ist aber ganz schön nah an Braga gewesen, obwohl er hier nicht sein darf. Kann es sein, dass es doch die Höhle war? Denn die greifen mich ja an, die Nomaden. Und wenn Tufail stirbt, habe ich jetzt, glaube ich, erstmal nichts dagegen. Jetzt bist du dran. Bleib stehen. Jo. So, Kopfgeld mal hier. Nein! Einmal kurz hier hin. Jo, jetzt will er schießen oder was? So. Jo. Und wen hat der denn jetzt geschossen? Okay, nice. Haben wir geschafft. So, looten tun wir die gleich. Jetzt nicht nochmal essen. So, Räuber. In den Staub mit dir. Rache! Okay. Ich loote die jetzt alle. Kompositbogen. Ich nehme mal alles mit, was die haben. Kann es sein, dass der Kompositbogen besser ist? So, Kampfstab. Da ist noch einer. Ich muss mir den Kompositbogen gleich mal genauer angucken.
Hier habe ich jetzt alle gelootet, ne? Gab es hier noch jemanden? Nö. Hier Assassinenschwert und Morgentau. 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 Räuber. Hier Zauberwurzel und noch ein Zauberwurzel. Tufail. Valer ist besiegt. Gute Arbeit. Nimm dir die Beute und geh damit zu Nachfallen. Er wird mich zwar nicht zurück in die Stadt holen, aber zumindest werde ich nicht sterben. Was hast du jetzt vor? Ich werde zu Abbas, dem Wasserhändler, gehen. Dort werde ich wenigstens nicht verdursten. Okay, Erfahrung nochmal plus 1000. So. Kelch der Wasserhändler. Ich glaube, das ist ein Quest-Item. Waffenmündel. So, Morgentau nehmen wir auch wieder mit. So, Pfeil. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Wenn du nicht verdursten willst, kann ich dir ein altes Geheimnis verraten. Ich will lernen, die Hitze zu... Bei ihm kann ich das lernen. Okay, wir müssen zusehen, dass wir hier nochmal an Dings kommen. Nochmal 15 Lernpunkte. Wie viel fehlt mir noch? 3. 3 Lernpunkte. Wie viel bräuchte ich? 297.000 bräuchten wir für die nächste Stufe. Dann müsst ihr noch ein paar Quests erledigen. Dann kann ich das bei ihm hier lernen. Dann hätten wir die hier alle durch, die sonstigen Talente. Dann ist das hier abgeschlossen. Dann haben wir ihn gefunden. Hier ist das von Tufail. Hier, das ist von Tufail. Was? Das ist... Aber... ich kann mir nicht vorstellen, dass Tufail das Gold alleine aufgetrieben hat. Sei vorsichtig, Reisender. Großzügigkeit kann eine große Schwäche sein. Das glaube ich. Ist Tribut. Gut. Ich nehme das Gold an. Okay, ich habe den Kelch der Wasserhändler. Ah, dieser Kelch ist mir einen besonderen Dank wert. Wegen des Tributs? Wegen des Tributs. Ja, ich bin einigermaßen zufrieden. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Es ist wohl besser, wenn ich bleibe, um die Ruhe zu bewahren. Was dich angeht, ich werde dich in Ishtar empfehlen. Mach weiter so, dann wirst du bald ein Freund der Assassine sein. Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dich in den Künsten der Magie unterweisen. Das werde ich nicht zulassen. Nochmal 500. Bring mir etwas über alte Magie bei. Das kann ich nur hoffen. Nur altes Wissen. Ja, das ist jetzt nicht das, was ich haben will. Du wirst schon sehen. So, noch 11.000 Erfahrungspunkte. So, reden wir nochmal mit Dings hier. So, Abbas. Ich habe deinen Kelch zu Nephalem gebracht. Ich danke dir, Sohn des Mutes. Damit hast du mich vor großem Übel bewahrt. Hier, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Okay, nochmal 250 Erfahrung. Immerhin. Da kann ich das speichern. Gut, dass wir jetzt Tufalim nicht getötet haben. Wir hatten die Möglichkeit, ihn zu töten. Hätte ich das gemacht, ich wäre dann jetzt hier richtig am Arsch in der Wüste. Ich wüsste nicht, ob hier noch jemand ist, der das beibringen kann. Aber wir brauchen... Wir brauchen noch einiges an Punkte. Dann will ich mal vielleicht mich um die Schakale hier kümmern. Oder die Warane. Das ist ein normaler Warane.
Ich glaube, das ist ein normaler Baran gewesen. Ich habe jetzt blöderweise nur diesen Namen von dem gelesen. So, Krötenwurz. Da ist der nächste. So, Ogerblatt? Nein. Ah, da kommt der nächste. Wo geht der rum? Wie, der hat... Alter! Renn! Okay, der geht auch schon wieder seinen eigenen Weg. Hä? Der ist nicht mehr grün? Dir fehlt es an der nötigen Erfahrung. Ja, danke. Danke für gar nichts. So. Hier muss es noch mehr Schakale geben, ne? So, gehe ich ein paar Meter weiter. So. Da kommt schon der nächste, verdammt. Nein! Nicht jetzt! Nein! Ah, verdammt. Verdammt, verdammt. Ja, okay. Ich glaube, ich muss erstmal woanders noch meine Erfahrungspunkte sammeln. Ich will mal gucken, wie ich... Wir haben ja da hinten... Ja, warte mal, wie viele Waffenbündel haben wir mittlerweile? Wo sind sie? Da, 12. Wenn wir hier nochmal auf die Questlog gucken... Hier, die brauchen doch... Waffenbündel, oder? Nemora. 10 Waffenbündel. Ja, den können wir das liefern. Gehen wir erstmal zurück nach Nemora. Warte mal, nochmal kurz gucken. Ist nicht weit von hier. Was ist denn das denn? Seltsamer Pilz. Ich habe immer noch keine Ahnung, was wir mit diesen seltsamen Pilzen machen sollen. Aber okay, den Typen haben wir gefunden, der uns was beibringen kann. Also die Hitzeresistenz. Und wir haben einen besseren Schild. Was haben wir für einen Ruf bei den Rebellen? 30. Assassinen und Orks sind gleich auf 13. Waldvolk halt 40. Nordmar 5. Nomaden 0. So, hier ist jetzt erstmal wieder grün. Ich will aber trotzdem nach Nemora nochmal gehen. Die Waffenbündel da ab. Ein paar Quests einfach mal abgeben. In der Hoffnung, dass da vielleicht... Auf einmal fängt es an zu regnen. Aber ich finde es gut, dass es regnet. Wo kommt der denn jetzt her?
Ach stimmt, mit dem einen sind wir ja bis hierhin gerannt. Hier hört es jetzt auch mit dem Regen. Warte mal. Wir haben ja hier Kompositbogen. Okay, warte mal. Tauschen wir um. Geschossschaden 60, hier. Kompositbogen. Noch ein Bogen, der macht momentan mehr Schaden als das hier. Da würde ich den behalten, ganz ehrlich. Wenn der mehr Schaden macht. Vielleicht muss ich wirklich selber schmieden lernen und so. Hier, die Snapper lassen wir in Ruhe. Aber ich würde mal gleich gucken, wegen den Trollen. Ob wir in der Lage sind, die vielleicht niederzuschießen. Die sind verdammt schnell. Ein bisschen Abschall gewinnen. Der steckt fest, immerhin. Der soll weiterhin feststecken, bitte. Gefällt mir so. So, nur noch ein paar Schüsse. Komm. Ja. Okay, 500 Erfahrung für einen Troll. Kann den so umstoßen, okay. Kann den jetzt aber nicht looten. Da gab es aber noch einen. Da gab es dann mehr. Ich glaube, es gab jetzt nur noch den dann. Bringen Headshots was? Jetzt muss ich rennen. Ja, der bleibt auch wieder hängen. Ich hoffe, der bleibt da auch. Ich hoffe, der bleibt da die ganze Zeit. Headshots bringen mehr was. Nochmal ein paar Meter rennen.
Ja. Okay, 1000 Erfahrungen insgesamt. Nochmal speichern. Boah. Nice. Okay, die haben wir geschafft. Wie viel Muni habe ich jetzt noch? Okay, 264. So, was haben wir hier? Sonnenkraut. So, rostiges Schwert. So, nehmen wir alles mit. Was ist denn der Truhe? Auch noch ein bisschen was. So, was mit der Truhe? Die können wir jetzt doch auch knacken, oder? Ja. Immerhin. So, gucken wir mal. Nemora ist ja jetzt ein bisschen nördlich von mir. Also hier entlang und dann gleich irgendwo nach links. Von denen halte ich erstmal Abstand. Oder ich glaube, das wird nichts mit Abstand halten. Jo. Die haben ordentlich Schaden gemacht. Nein! Wann hatten wir das letzte Mal gespeichert? Oben bei den Trollen noch, ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter, oder? Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!